Ja, herzlich willkommen in diesem erlesenen Kreis hier heute Mittag. Als ich mich eingearbeitet habe in das Thema dieses Podiums, das ja heißt, warum Wachstumskritik, hatte ich dann den Eindruck, in einem Mainstream-Phänomen angekommen zu sein, weil ich gelesen habe, Wachstumskritik sei heute dominant wie nie, schrieb ein ausgewiesener Kritiker der Wachstumskritik. Oder in der Zeit stand er im letzten Jahr, Deutschland ist ausgewachsen, also am Ende des Wachstums angekommen. Und in einem Buch einer der Beteiligten hier auf dem Podium habe ich sogar so jemanden wie Wolfgang Schäuble zitiert gefunden, der da sagt, wir sind durch grenzenloses Profitstreben und den Raubbau an den natürlichen Ressourcen sind wir an einer Bedrohung für das menschliche Überleben angekommen. Und wenn man aufs vergangene Wochenende schaut und die Ankündigung der G7-Staaten, die Ausrufung der Dekarbonisierung der Weltwirtschaft, kann man ja auch den Eindruck haben, zumindest der klimapolitische Zweig ist selbst bei den Staatslenkern angekommen. Als kleines Gegenmittel war ich dann gestern mal eine Stunde in der Fußgängerzone hier in Köln. Da bekommt man natürlich einen ganz anderen Eindruck von der Präsenz der Wachstumskritik. Und die erste Frage wäre ja schon mal in dieser Runde hier, ist das tatsächlich ein Mainstream-Phänomen? Wie populär ist Wachstumskritik? Wir haben hier eine sehr heterogen zusammengesetzte Runde, was den Vorteil hat, dass wir wahrscheinlich sehr verschiedene Perspektiven kennenlernen werden. Ich will auch gar nicht eine große Vorstellungsrunde vorneweg machen, sondern gleich sozusagen mit der Gretchenfrage jetzt in Bezug auf dieses Podium einsteigen, was die Teilnehmer hier denn halten von Wachstumskritik, wie sie dazu stehen. Und so sehr es ein Mainstream-Phänomen zu sein scheint, ich glaube, wir werden da sehr unterschiedliche Angaben bekommen. Ich fange mal an mit Rainer Klingholz, der hier neben mir sitzt. Er ist der Direktor des Berlin-Instituts für Bevölkerung und Entwicklung. Er hat schon verschiedene Bücher geschrieben über Bevölkerungswachstum, Klimawandel, Energiepolitik und 2014 ein Buch, Sklaven des Wachstums heißt das. Und Herr Klingholz, da schreiben Sie, die Umweltbewegung sei gescheitert, es sei absurd, über Appelle an die Vernunft die Welt verbessern zu wollen. Darf ich daraus entnehmen, dass Sie meinen, Wachstumskritik ist im Prinzip sinnlos? Sie ist bestimmt nicht sinnlos, denn sie ist dafür da, uns zu zeigen, dass wir uns nicht als einzige Spezies auf der Welt von der Begrenztheit des Wachstums verabschieden können, denn der Globus ist begrenzt und Wachstum weder in der Bevölkerungszahl noch in dem, was wir tun, ist unbegrenzt und dafür brauchen wir diese Wachstumskritik, aber Sie haben recht, das hat sich jetzt noch nicht unbedingt in sämtliche Köpfe eingenistet. Wenn Sie jetzt gestern Abend auf die Fußgängerzone gegangen wären und hätten mal so eine spontane Befragung gemacht, hättet ihr lieber weniger oder mehr Einkommen, Geld, iPhones, irgendwas, dann wäre, glaube ich, die ganz klare Antwort gewesen, mehr ist immer besser. Das liegt in unserer Natur, dass uns mehr besser vorkommt als weniger. Sie zitieren eine Zahl in Ihrem Buch, 93%, glaube ich, schreiben Sie, hätten bei einer Umfrage gesagt, Wachstum, wirtschaftliches Wachstum sei für Sie wichtig oder sehr wichtig. Das ist die Realität, mit der man sich auseinandersetzen muss auf dem Feld. Das ist sicher so und das suggeriert uns auch die Politik und das suggerieren uns auch die Ökonomen, die mehrheitlich davon ausgehen, dass Wachstum so eine Art Naturgesetz ist. Nur die Frage, die mich interessiert in dem Zusammenhang, ist nicht, was ist eigentlich in den letzten 40 Jahren der Umweltdiskussion passiert, wo wir gelernt haben, Wachstum hat auch Negativfolgen. Aber der Effekt dieser Diskussion ist, dass wir das gleiche Wachstum oder noch ein stärkeres Wachstum haben als vor 40 Jahren. Sondern die Frage, die mich interessiert, ist, was tun wir eigentlich, wenn das Wachstum, das für unsere Systeme notwendig ist, für unsere Finanzpolitik, für die Finanzierung der Sozialsysteme und so weiter, wenn dieses Wachstum aus der Vergangenheit plötzlich heute und in Zukunft nicht mehr funktioniert? Sind wir darauf vorbereitet, in einer Welt zu leben, in der das Wachstum der Vergangenheit schlicht und einfach nicht mehr möglich ist? Wenn wir auf weniger oder auf null oder auf sogenanntes Negativwachstum zurückfallen. Und da ist die Antwort nein, wir haben diese Konzepte nicht. Und darin sehe ich das größte Problem. Wir werden darüber auch noch sprechen, auch warum Sie meinen, dass wir sozusagen automatisch an solche Grenzen des Wachstums stoßen werden und ein Postwachstum oder eine Schrumpfung erleben werden. Ich will aber erst mal weiterfragen, Martin Kämpchen, der ist hier in unserer Runde sozusagen der Mann, der von außen schaut, die sind eingeschaltet, die Mikrofone, denn Martin Kämpchen ist Schriftsteller, lebt seit über 40 Jahren in Indien,
betreibt dort Entwicklungszusammenarbeit auf einer, man könnte fast sagen, privaten Ebene und hat darüber auch ein sehr beeindruckendes Buch geschrieben, Leben ohne Armut, wie Hilfe wirklich helfen kann. Wie sieht das denn aus Ihrer Außenperspektive auf so eine Diskussion in den westlichen Ländern? Was halten Sie von Wachstumskritik? Ich kann also jetzt von Indien sprechen und Indien ist die zweitschnellste wachsende Wirtschaftsnation in der Welt, außer China oder nach China. Und es heißt, dass Indiens Wirtschaft noch schneller wachsen muss, um aus der Armutsfalle herauszukommen. Indien ist immer noch eines der ärmsten Länder der Welt. Und hier stellt sich also nicht die Frage Wachstum oder nicht, sondern wem kommt das Wachstum zugute? Nur der Mittelschicht oder auch den Armen? Und hier ist es klar statistisch bewiesen, in Indien kommt das Wachstum 9% immerhin, mehr als man sich hier nur vorstellen kann. Hier kommt das, in Indien kommt das Wachstum im Wesentlichen der Mittelschicht zugute. Man hat enorme Fehler gemacht seit der Unabhängigkeit Indiens seit den 50er Jahren also, um doch die Weiche nicht gestellt, dass das Wachstum auch der Gesamtbevölkerung zugute kommt. Immer noch ist Indien, ich sage es noch einmal, eines der ärmsten Länder der Welt. Obwohl man auch dort immer nur vom Wachstum spricht. Wenn ich jetzt die zweite Perspektive anlege, ich wohne in Indien, komme aber regelmäßig 2 bis 3 Monate des Jahres nach Deutschland, Mai, Juni, wenn es sehr heiß ist dort, dann wechsle ich nach Köln, ja, und fühle mich hier wohler als in Kalkutta zum Beispiel. Wenn ich diese Perspektive anlege, dann meine ich, global denken zu müssen. Und dann weiß ich, dass hier viel zu viel konsumiert wird, viel zu viel darüber nachgedacht wird, wie kann ich mehr verdienen. Und soeben hatte ich noch ein Gespräch mit einem christlichen Verleger, der sagte, 2 Leute sind abgesprungen, weil sie mehr verdienen wollten. Es ging also nicht um im Wesentlichen um Inhalte des Berufs, sondern wie kann ich mehr verdienen? Und da halte ich es für wichtig, darüber nachzudenken, inwieweit ist weniger mehr? Das kann ich eben nicht den Leuten, die gestern in der Straße saßen, erzählen. Dafür brauchen wir ruhigere Orte wie diesen. Martin Kempchen, wir haben in dieser Runde natürlich auch einen Ökonom dabei, Peter Seele. Er ist Professor an der Universität Lugano, ist außerdem auch Philosoph und Theologe. Er hat das Schweizerische Netzwerk Wirtschaftsethik gegründet. Ich habe jetzt im Vorfeld immer wieder gelesen, dass Wachstumskritik in der Ökonomie eigentlich keinen Standort hat. Hier auf der Konferenz habe ich jetzt sehr viele Ökonomen gehört, die sich sehr wachstumskritisch gegeben haben. Zu welchem Flügel gehören denn Sie? Okay, fangen wir mit einem Bekenntnis an. Welchem Flügel? Zunächst, glaube ich, ist es wichtig zu unterscheiden zwischen Wirtschaftswachstum und Wachstum an sich. Und ich würde denken, wir reden jetzt über Wirtschaftswachstum, weil es so ein präsentes Wachstum ist in unserer Gegenwart durch die Ökonomisierung der Gesellschaft. Wachstum in der Natur, würde ich denken, ist etwas völlig Normales, ist aber eingebunden in den Zyklus der Jahreszeiten. So wie es Frühling gibt, gibt es natürlich Sommer und dann Herbst und Winter. Das haben wir nicht im Wirtschaftswachstum und das, finde ich, ist der fundamentale Unterschied. Es wurde häufig gesagt, immer wieder zu Recht auf der Tagung, die Ressourcen sind endlich, wenn man die Idee des unendlichen Wachstums nimmt, das passt nicht auf lange Frist. Logisch, glaube ich, eigentlich keine allzu große Herausforderung, das Thema. Was ich sehe, ist die Schwierigkeit, dass wir dieses Wirtschaftswachstum als absolut setzen, absolut in den Rahmenbedingungen. Da hilft dann vielleicht auch der Diskurs, den wir führen, in geneigter Runde oder in weniger geneigter Runde. Relativ wenig, solange wir, gestern ist es auch schon erwähnt worden, die Lissabon-Strategie für die EU haben, die per Gesetz ein 3%iges Wirtschaftswachstum als Ziel oder sogar als Legitimationsgrund der Europäischen Union zugrunde legt.
worüber reden wir dann, wenn wir über Wachstumskritik und Postwachstumsökonomien reden? Dann reden wir über eine Palastrevolte, die dieses Gesetz, die Lissabon-Strategie, umwirft. Also ich glaube, man muss einfach sagen, wenn wir darüber reden, über Wachstumskritik, so berechtigt sie ist, dann sind die Konsequenzen sehr gravierend für die gesamte Gesellschaft, nicht nur politisch, sondern was das Wohlstandsniveau angeht, was aber auch die gesamte Verfasstheit angeht. Gut, wo stehe ich jetzt, was das angeht? Das wäre die Herausforderung, sich zu überlegen, ob man wirklich auf die Lissabon-Strategie, und die EU ist so klar, dass sie es ausformuliert hat. Es ist ja häufig implizit zu sagen, Wachstum ist schön, Wachstum ist angenehm, Reichtum, Fortschritt. Medizintechnik ist ja auch eine Konsequenz des Wachstums, das darf man nicht vergessen. Insofern denke ich, dann ist es wirklich eine politische Diskussion, und ich bin relativ wenig davon überzeugt, dass wir die ernsthaft mit Postwachstumsökonomie führen können, so wie wir jetzt den Ausstieg vom Nuklearausstieg angefangen haben zu diskutieren, wie Sepp Blatter, glaube ich, wie ich heute Morgen gelesen habe, den Rücktritt vom Rücktritt erwägt, könnte man auch über die Postwachstumskritik, sozusagen die Kritik an der Postwachstumskritik reden, dass das vielleicht ein guter Diskurs war, der klärend, erhellend war, aber uns nicht wirklich in der praktischen Gestaltung so stark trägt. Wobei es ja immer auch Einwände gab, natürlich gegen die Wachstumskritik, die würde ich gerne auch mit Ihnen hier auf dem Podium diskutieren, genau diese Einwände, die uns ja schon länger begleiten und nicht erst jetzt aufgekommen sind. Aber ich würde gerne natürlich hören, was Thomas Baltrock zu dem Thema sagt. Er ist Pfarrer der evangelisch-lutherischen Kirchengemeinde St. Ägidien in Lübeck, ein, wie ich gehört habe, sehr geschätzter, wortgewaltiger Prediger dort. Vor kurzem hat er ein Essay über Religion im 21. Jahrhundert veröffentlicht, und die Frage dieser Konferenz, wie Sie alle wissen, ist ja auch, welchen Einfluss Religion hat auf Wachstumsdenken. Was sagen Sie denn als Pfarrer zur Wachstumskritik? Ich erlebe in der Arbeit Menschen unter Druck. Ich habe in der letzten Wirtschaftskrise ältere Herrschaften bin älteren Herrschaften begegnet, die aus ihren Seniorenresidenzen ausziehen mussten, weil das angelegte Vermögen auf einmal weg war. Also es ging schon so um Augustinum und auch Travemünde mit Mehrblick, aber auf einmal war das Vermögen weg. Dann begegnen mir strampelnde Konfirmanden, die sich zweimonatlich neu ausstatten mit Tant, der auch nur 2 Monate hält, um im Kreise ihrer Kollegen und Kolleginnen zu bestehen. Ich fürchte, das betrifft nicht nur Jugendliche in der Pubertät, sondern das geht bis in die frühe Vergreisung hinein. Mir sind gestern in der Hohen Straße hier diese shoppenden Menschenmassen begegnet, die ich ja nicht noch zusätzlich beschimpfen will zu dem, was sie da meiner Meinung nach nicht freiwillig machen. Aber ich sehe da Getriebene. Vielleicht dazu später nochmal her. Ich finde, da gibt es Parallelen zur religiösen Struktur des späten Mittelalters, wie mit dem unsichtbaren Geld verdient wird. Und wissen Sie, die Fugger haben sich niemals Ablassbriefe gekauft. Ebenso sind heute die sozial ohnehin Bedrückten, glaube ich, stärker unter Druck, sich Selbstbilder zu schaffen. Und schließlich ein letztes, warum Wachstumskritik? Wissen Sie, da lief ein merkwürdiger Mann so um 400 vor Christus durch Athen und stellte unbequeme Fragen. Zum Beispiel an einem Sommertag des Jahres 399 vor Christus trifft Sokrates auf dem Weg zu seinem Prozess, Sie wissen, wie die Nummer ausging, und trifft einen Priester, Euthyphron, und sagt, sag mal, ich habe so eine kleine Frage. Ist das Fromme eigentlich fromm, weil es den Göttern gefällt, oder gefällt den Göttern das Fromme, weil es fromm ist? Nach 50 Seiten gibt es keine Antwort. Ein Freund hat er nicht gewonnen, der Sokrates. Und er geht dann, Sokrates Platon, davon aus, dass seine gesamte prosperierende Athener-Gesellschaft in einer Scheinwelt lebt, in einer Welt von Meinung, die es zu befragen gilt, die es zu kritisieren gilt. Und dann kommen sie natürlich sofort, letzter Satz, und sagen, Sokrates, dann sag uns doch mal die bessere Alternative. Und sagt er, ja, ich weiß, du hältst mich für einen Nörgler, aber weiß ich auch nicht. Ich frage ja nur. Ich glaube, wir sind nicht verpflichtet, sofort eine funktionierende Alternative anzubieten, wenn wir Fragen stellen wollen.
Ja, das ist ja unser Geschäft hier heute Mittag, Fragen zu stellen. Und vielleicht wird so ein Phänomen wie Wachstumskritik am deutlichsten sichtbar, wenn man sich eben anschaut, was sind die Einwände dagegen, welche Kritik wird dagegen vorgebracht. Und einer, der mir immer wieder untergekommen ist beim Lesen darüber, ist, das ist ein Wohlstandsphänomen, das sich nur satte Gesellschaften letztlich leisten können. Da ist natürlich die Außenperspektive wiederum interessant, aus einem indischen Leben heraus. Ist das für Sie ein Wohlstandsphänomen, das Nachdenken darüber, wie viel Wachstum wir uns erlauben können? Ja, natürlich. Auf jeden Fall. Ich sehe, wenn ich von Indien sprechen soll, dass die Menschen dort, mit denen ich zusammenarbeite, innerhalb unseres Entwicklungsprojektes, es sind junge Männer aus dem Dorf, die noch in Hütten gelebt haben als Kinder, jetzt durch meine Hilfe eine Erziehung bekommen haben, Schulabschluss, Universitätsabschluss und einen Job haben in unserem Dorfprojekt, aber es wünschen, in den unteren Mittelstand aufzusteigen, mit sämtlichen Vor- und Nachteilen, also auch mit sämtlichen Symbolen dieses Mittelstandes, also ein Haus, ein Motorrad, ein Fernsehen, ein Computer. Und sich da wohlfühlen und davon nicht abgehalten werden können, auch wenn ich sie darum bete. Ich glaube, ich darf sie davon nicht abbringen wollen, denn solange sie noch für die Armen, die es noch nicht so geschafft haben, weiterhin tätig sind. Diesen Spagat schaffen zwischen der Sorge für die Bevölkerung, die noch nicht so weit ist, auch für die andere Generation, die jüngere Generation, und gleichzeitig aber im Mittelstand leben. Das ist für sie eine fast schizophrene Situation, aber sie müssen, glaube ich, diesen Kreis der Sättigung und dann die Einsicht der Übersättigung machen, um dann dorthin zu kommen, zu sagen, mehr brauchen wir nicht, mehr wollen wir nicht. Und was Sie dort tun, Entwicklungszusammenarbeit, insofern sind Sie sozusagen ein Agent des Wachstums, weil Sie stoßen dort, indem Sie Bildung anstoßen, stoßen Sie Wachstum an. Ja, ganz genau. Ja. Wenn wir weiterschauen, Herr Klingholz, Sie sprechen in Ihrem Buch auch davon, von der Sattheit des Westens. Gibt es denn Wachstumskritik nur in saturierten, in satten Gesellschaften? Also wenn diese Wachstumskritik ein Phänomen des Überdrusses wäre, dann würde ich Ihnen zustimmen. Aber ich glaube, wir brauchen eine Wachstumskritik überall dort, wo Wachstum Probleme verursachen kann. Und das haben wir sowohl in Indien wie heute, wie auch in Europa vor 300 Jahren, als die Menschen den Wald abgeholzt haben, weil sie das Holz brauchten für ihre Glasfabriken, für ihre Metallverhüttung, haben sie irgendwann gemerkt, dass der Wald eben langsamer nachwächst, als man ihn abholzen kann, und haben sich angefangen, mit diesem Problem der Nachhaltigkeit zu beschäftigen und dann in der Forstwirtschaft, jedenfalls ganz kleine Sparte, tatsächlich ein Gesetz der Nachhaltigkeit eingeführt. Aber ich glaube, gerade Länder wie Indien, Nigeria, Jemen, Pakistan haben ein ganz enormes Wachstumsproblem, was das Bevölkerungswachstum anbelangt. Denn die Bevölkerung wächst dort schneller, als die Versorgungsmöglichkeiten, vor allem die Arbeitsplätze, hinterher wachsen. Und deswegen haben diese Länder ein massives Problem mit der Nachhaltigkeit, was sich dann auch auf die regionalen natürlichen Ressourcen auswirkt. Die Antwort darauf heißt nicht Verzicht in dem Sinne, wie wir das hier in Europa diskutieren, sondern die Antwort darauf heißt Entwicklung. Und das ist das bisschen das Schizophrene vielleicht in der Diskussion. Wir brauchen in diesen Ländern, in den armen Ländern, Wachstum, damit die ihrer Armut entkommen können. Aber damit riskieren wir natürlich auf globaler Ebene weitere Schäden, die das Wachstum insgesamt auslöst. Aber ich glaube, dazu gibt es überhaupt keine Alternative. Denn wir können diesen Ländern nicht sagen, aus unserer Perspektive schon lange nicht, bleibt ihr bitte mal arm, damit ihr global keinen Schaden anrichtet. Mhm. Denn unter diesen Bedingungen, dass sie arm bleiben, würde das Bevölkerungswachstum weiter in hohem Maße laufen, würde die regionalen, die lokalen Probleme verschärfen. Und wir wissen, dass aus diesen regionalen Problemen internationale Probleme werden, über Flüchtlingsfragen, über Krisenfragen. Genau das, was wir im Moment im Nahen Osten und in Afrika erleben, sind ja auch Probleme des nicht gelösten Bevölkerungswachstum, dass eben die Versorgung, die Infrastruktur nicht hinterherkommt.
Das ist sozusagen eine internationale Gerechtigkeitsfrage, der Frage Verteilung von Wachstum auf der Welt. Diese Frage nach der Gerechtigkeit wird aber auch innerhalb eines Landes gestellt. Bert Rürup, der Sozialexperte, der seit 50 Jahren SPD-Mitglied ist, der hat zum Beispiel gesagt, eine Forderung nach einem Verzicht auf Wachstum sei für ihn zutiefst unsozial, weil das Entwicklungsmöglichkeiten von Menschen, die es eben nicht so dicke haben, beschneidet. Herr Seele, was würden Sie dazu sagen? Ist die Forderung nach Wachstumsverzicht tatsächlich unsozial? Es hat nur ökonomische Plausibilität. Nun sollten wir aber vielleicht ergänzen, dass nicht nur ökonomische Plausibilität plausibel ist. Ich kann Herrn Rürup da beipflichten, und das ist noch sozusagen ein wenig konkretes Beispiel, was er genannt hat. Nehmen Sie die aktuelle Diskussion um die Carbon Bubble, die Stickstoffübertreibung am Markt. Ich weiß nicht, ob Sie mit der Diskussion vertraut sind, aber ich glaube, die ist eigentlich sehr, sehr programmatisch für diese Frage. Diese sogenannte Das Konzept der Carbon Bubble sagt, wenn wir ernst machen mit dem Beschluss in Paris, 2 Grad Klimawandelerhöhung zu reduzieren durch reduzierte Emissionen, wenn wir das umsetzen als internationale Gemeinschaft, wird es dazu führen, dass alle Unternehmen, die mit fossilen Brennstoffen zu tun haben, also mit CO2-Emissionen, ihre Wertschöpfung beginnen, so massiv an Wert verlieren werden, dass es eine Systemkrise der Wirtschaft durch diesen Wertverlust, durch einen politischen Willen, den Klimawandel um 2 Grad aufzuhalten, verursachen würde. Und jetzt ist die Frage, die man sich stellt, können wir dieses Systemrisiko auf Emissionen zu verzichten, weil daran Aktienbewertungen von Unternehmen geknüpft sind, die systemrelevant zu sein scheinen, können wir das eingehen? Und das ist die Zuspitzung der These von Herrn Rürup. Und die Antwort ist, eigentlich wollen wir das nicht. Und das wäre vielleicht dann die moralische Frage, die da anklingt bei Herrn Rürup. Soziale Chancen, das hieße, wenn diese Carbon Bubble, also die Unternehmen, die mit fossiler Energie ihr Geld verdienen, so massiv an Wert verlieren würden, weil die Nachfrage nicht mehr da wäre, weil sich etwas ändern würde, dann hätten wir eine Wirtschaftskrise. Und das ist das Interessante, bei der Lehman-Krise konnte man nicht so ganz genau sagen, es gab Subprime, aber es war alles sehr anonym und versteckt und verpackt. Aber hier wäre es eine Weltgemeinschaft, die im Ansinnen etwas Gutes tun zu wollen, etwas Schlechtes verursachen würde. Und das ist einigermaßen absurd, und zeigt den Grad der Schwierigkeit dieser Wachstumsdiskussion. Und vielleicht als Statement ein bisschen stärker positioniert, würde ich dazu sagen, dieser Traum, diese Utopie von Postwachstum ist gut für einen Diskurs, aber selbst ehrlich wäre es wahrscheinlich zu sagen, wie sich auch diese ökonomischen Systemrisiken, die sich daran zu knüpfen scheinen, die Lebens- und Wohlstandsgrundlagen von vielen Individuen treffen würden, wie man das einigermaßen glatt hinbekommen könnte und nicht nur stur mit dem Blick auf Emissionen. Das ist uns offenbar innewohnend als Spezies, dass wir diese negativen externen Effekte verursachen. Ganz kleinen Moment, ich würde gerne Herrn Baltrock dann fragen, wenn wir da so eine Wertekonkurrenz sozusagen haben. Auf der einen Seite die Frage nach der Gerechtigkeit, die Frage, ist es unsozial? Und auf der anderen Seite die Frage, was bedeutet fortgesetztes Wachstum auch für die ganze Schöpfung, in der wir leben? Wie würden Sie, Herr Baltrock, bei dieser Wertekonkurrenz, wie begegnen Sie so einem Problem? Eine Rückfrage, Sie leben und lehren in der Schweiz? Ja, dann haben Sie zum Klimawandel ein grundsätzlich anderes Verhältnis als ich als Bewohner einer Küstenstadt. Denn bei uns kommt es schneller an. Die Prognosen, die es vor der Lehman-Krise nicht gegeben hat, die haben ja die Wirtschaftswissenschaften im tiefsten in ihrer Glaubwürdigkeit als Wissenschaft, in meiner Wahrnehmung als Laie, erschüttert. Weil plötzlich waren alle überrascht von dem, was da geschah. Tausende, Zehntausende, Hunderttausende von promovierten, habilitierten Akademikern machen Prognosen,
Und letztendlich sind sie gegenüber plötzlichen Wolken so begrenzt reaktionsfähig wie gegenüber einer Naturkatastrophe. Die Werte. Ich bin skeptisch bei Dingen wie grüner Wirtschaft und so weiter und so fort, ob da nicht nur Sachen verlagert werden. Die sehe allerdings, dass wir, die wir relativ privilegiert leben, natürlich vielleicht auch global deshalb privilegiert sind, um kritisch drauf gucken zu können. In der antiken, vorchristlichen Gesellschaft heißt ja der Handwerker Banausos. Und der noch arbeiten muss, um Geld zu verdienen, stellen Sie sich mal diese schreckliche Situation vor, das ist ein Idiotes. Banausen und Idioten, das sind die, die noch für ihr Geld arbeiten. Aber die Führungsschicht, die nicht mehr arbeitet, das machen die Sklaven und die Grunderträge der Ländereien und der Handel und so weiter und so fort, die den Tag lang frei haben, die fühlen sich zumindest in ihrem Selbstbild aufgerufen, Theorie zu treiben. Und so könnte es ja sein, dass es unsere Aufgabe aufgrund unserer privilegierten Situation ist, nachzudenken mit einem Zeitaufwand, den andere nicht haben, weil sie um sich täglich Überleben kümmern müssen. Herr Klingholz, Sie wollten sich einschalten zu dem, was Herr Seele gesagt hatte. Genau, denn ich habe so das Gefühl, das klingt so ein bisschen nach dem doch relativ bekannten volkswirtschaftlichen Offenbarungseid. Sie haben ja nichts anderes gesagt, als dass wir uns auf globaler Ebene eine Reihe von Problemen eingehandelt haben, die offensichtlich sind, die wir kennen, die wir naturwissenschaftlich beschreiben können. Aber bei der Lösung der Probleme wissen wir, dass wir anderswo Löcher reißen. Wir können kein Problem mehr separat lösen, weil die Welt so vernetzt ist, weil die Probleme so groß sind und ineinander greifen, dass wir bei der Lösung nicht verhindern können, anderswo ein Loch zu reißen. Das heißt, wir haben uns, wenn wir jetzt Ihrer Argumentation folgen und sagen, ja, die ganzen kohleproduzierenden oder kohleverarbeitenden Unternehmen, die können sich jetzt gar nicht mit der Frage der CO2-Reduzierung beschäftigen, dann sagen wir ja, dass wir von den Systemen, die wir geschaffen sind, so abhängig geworden sind, dass wir gar keine Lösung mehr zulassen, weil wir eben Furcht vor den Problemen haben, die durch die Lösung entstehen. Und das ist nichts anderes als ein Offenbarungseid. Ich glaube, wir müssen verstehen, dass wir die Systeme so überreizt haben, dass wir kaum noch Puffer haben. Und das Problem, das Klima hat ja einen riesen Puffer. Wir können ja eine große Menge von CO2 in die Atmosphäre pusten, das wird wieder abgebaut und so weiter und so fort. Wir pusten aber seit vielen, vielen Jahren zu viel über diese natürlichen Abbaumöglichkeiten, Abfallstoffe in die Atmosphäre, in die Ozeane, in die Böden. Und deswegen sind alle diese Systeme an der kritischen Stelle angekommen, wo sie auch kippen können. Und das macht die Lösung in der Tat schwer. Aber jetzt zu sagen, wir können nicht lösen, weil wir damit andere Probleme erzeugen, ist, glaube ich, der falsche Weg. Wir müssen da grundsätzlich mal dran gehen und sagen, welche Systemfragen müssen wir denn auch stellen? Darf ich nur ganz kurz einen Satz anschieben? Der gute alte Livius um 30 nach Christus, Geschichtsschreiber, der schreibt in seinem Vorwort: Wir haben uns in eine Situation manövriert, dass wir weder die Lage noch die Heilmittel dagegen ertragen können. Ich finde, es ist auf den Punkt gebracht vor 2000 Jahren. Herr Kämpchen, Sie wollte ich noch mal fragen, wenn wir bei dieser Frage der Gerechtigkeit sind, wie Sie denn wiederum aus Ihrer Perspektive das sehen, das Argument, man könnte einem Land wie Indien das vorenthalten, was wir hier aber ganz selbstverständlich in Anspruch nehmen, kann man nicht stehen lassen aus Ihrer Perspektive, oder? Nein, man muss global denken. Man muss auch hier den Menschen, der im Augenblick im Freien wohnt, weil ein Erdbeben seine Hütte zerstört hat in Nepal, auch an ihn denken und irgendwie in unser eigenes Leben es hineinbauen. Das ist eine idealistische Vorstellung, aber gleichzeitig auch eine realistische Vorstellung, weil wir eben, wie wir hören, so stark global vernetzt sind. Mhm. Es ist richtig, dass innerhalb von Indien, also innerhalb des Landes selbst, sehr viel Raubbau betrieben wird. Schlechtes Wasser, Ganges total verschmutzt,
viel zu große Abholzung und so weiter, dass also auch innerhalb Indiens dort eine Wachstumskritik notwendig ist und sie wird auch betrieben. Aber und da müssen also die Politik und die Wirtschaft sehr stark zusehen, dass dort ein Ausgleich passiert, also größere Bau, größere Pflanzen von Bäumen und. Aber wir denken ja hier jetzt im globalen Bereich und da heißt es, dass es notwendig ist, uns global zu positionieren und in irgendeiner Weise uns in unserer Lebenshaltung auch für die Menschen in Indien und anderswo verantwortlich fühlen. Ich möchte ein zweites sagen. Was wir gerade besprochen haben, ist auf der wirtschaftlichen, theoretischen Ebene gedacht und die sehr, sehr wichtig ist. Gleichzeitig gibt es aber auch eine Wachstumskritik, die auf der emotionalen, auf der seelischen Ebene stattfinden soll. Wie viel zum Beispiel an Technik können wir noch ertragen, bevor wir seelisch kaputt gehen? Auch da ist eine Wachstumskritik notwendig. Aha. Ich habe jetzt vor 2 Wochen ein Smartphone geschenkt bekommen. Ich habe es nicht selbst gekauft, aber ich habe das Geschenk angenommen. Jetzt bin ich dabei zu überlegen, wie kann ich das in mein Leben integrieren, ohne davon abhängig zu werden. Wachstumskritik. Genau, und ist so eine Fragestellung der individuellen Belastung durch Wachstum, durch Konsum, ist das eigentlich für einen Ökonom eine Fragestellung, mit der er innerhalb seiner Denksysteme etwas anfangen kann? Also ich setze mir jetzt mal den Ökonomenhut auf. Das ist, glaube ich, Ihre Rolle heute. Ja, mach ich gerne. Okay. Grundannahme der Ökonomie ist Eigennutzaxiom. Jedes Individuum hat einen Eigennutzen. Den müssen wir treffen. Das fängt mit basalen Dingen an, es geht aber dann auch um Bedürfnisse eher abstrakter Art und Weise. Jeder hat unterschiedliche Nutzenfunktionen und es wird sicher auch so sein, dass es Leute gibt, die Nutzenfunktionen haben, wo Wachstumskritik dann sozusagen auch einen persönlichen Nutzen stiftet. Oder anders gesagt, wenn ich es jetzt mal ökonomisch wirklich zuspitze, vielleicht mehr als ich das selber vertrete, diesem Diktat des Nutzens muss ich ja auch, um beim Thema der Tagung zu bleiben, muss ich jede Religion unterwerfen. Im Sinne von, was biete ich an? Die Nutzer, die Mitglieder wollen irgendwas. Finden sie das nicht, dann können sie konvertieren. Also was ich damit sagen will, ist, gehen wir mal zugespitzt ökonomisch vor von diesem Nutzen, den jeder hat. Dann ist in der Tat die Frage, okay, Wachstum mehrt Nutzen. Warum? Weil, wenn ich eine Subsistenzwirtschaft nehme, Subsistenz von der Hand in den Mund, archaische Formen der Existenz, unsicher, Risiko, gefährlich. Ich hänge, wie es Predat vorhin sagte, ich hänge von Wetterzyklen ab, die über Ernte und Frucht entscheiden. Wenn ich Wachstum habe, wenn ich Kapital anlegen kann, kann ich Dürrephasen überleben. Nur allzu verständlich, dass ich eine Nutzenfunktion habe, anzusammeln, mehr zu haben und damit besser zu leben. Jetzt hat sich das auch wieder, Stichwort Predats Vortrag, durch die Technologie und die Entwicklung in eine Sphäre hochkatapultiert, die menschheitsgeschichtlich relativ einmalig und sehr kurz ist. Und worauf ich hinaus will, ist, mache ich es jetzt aber auch ein bisschen spitz. Das Problem ist, wenn ich jetzt den Eigennutzaxiom nehme, ich höre immer nur wir. Wir müssen, wir sollten, die Globale und so weiter. Und das halte ich für falsch. Das halte ich für einen Denkfehler, denn was ich sehe, sind Partikularinteressen, sowohl auf nationaler Ebene als auch auf individualer Ebene. Jeder hat eigene Interessen. Und indem man von einem Wir spricht, geht man an dieser Grundstruktur der Partikularinteressen vorbei. Und ich glaube, wir kommen nur weiter. Wir kommen nur weiter, ja? Wir kommen nur weiter, wenn wir die Partikularinteressen, also die Ich-Interessen, vertreten. Also die Frage, wer profitiert von Wachstum, von fortgesetztem Wachstum zum Beispiel? Oder was meinen Sie damit? Ja, wer profitiert davon? Noch einmal, die Grundvoraussetzung ist, wir haben jetzt dieses Zeitalter der Menschheit, wie es einige nennen, erreicht, wo der Einfluss so schlecht, so
so dramatisch bedrohlich ist durch die Spezies Mensch auf dem Planeten und seine Umwelt, dass man aus guten Gründen sagen kann, da müssten wir jetzt was tun. Und ich würde einfach nur, wenn ich diese methodische Setzung der Ökonomie jetzt weitertreibe, sagen, dann bitte so, dass es rückübersetzbar auf Individual- und Partikularinteressen ist. Denn sonst ist es nur so ein, Entschuldigung, wenn ich das jetzt so provokativ sage, normativer Wohlfühldiskurs, der offenbar auch nur einer Nutzenfunktion, diesem schönen Diskurs teilzuhaben, folgt. Das ist ja auch einer der Einwände gegen den Diskurs der Wachstumskritik. Aber an diesem Punkt, den Sie aufgebracht haben, der so individuellen Kosten der Teilnahme am Wachstumsleben. Ihr Buch heißt Sklaven des Wachstums. Das scheint genau in diese Richtung zu zielen, dass wir alle auch individuell einen Preis zahlen dafür, dass wir teilnehmen an diesem Wachstumsleben. Wir haben uns da doch sehr abhängig von gemacht. Also wenn Sie sich unsere Systeme anschauen, von den Finanzmärkten bis zur Schuldenpolitik, bis zur Finanzierbarkeit der Sozialsysteme, dann brauchen wir in der Tat Wachstum, um unseren Staat zu betreiben. Ich meinte jetzt aber auch diese individuelle Ebene, auf die Herr Kempchen hingewiesen hatte. Das ist schwer zu sagen, weil die individuelle Ebene eine völlig andere ist. Sie können für sich selber sagen, mit 30% weniger komme ich gut klar. Könnten wahrscheinlich alle von uns könnten mit 30% weniger klarkommen. Wenige tun es. Und wenn wir es alle tun, riskieren wir einen Kollaps des Systems, weil wir dann dieses Wachstum nicht mehr erzeugen, was das System braucht, um zu funktionieren. Das heißt, wir provozieren ein Chaos, ohne Konzepte für ein Leben nach dem Chaos zu haben. Das ist ein großes Problem. Deswegen müssen wir an die Institutionen, an die Systemfrage, um erst die Institutionen zu verändern und dann mit den Konzepten eines Lebens unter diesen anderen Wachstumsbedingungen zu kommen. Aber wenn wir den Kollaps provozieren, das ist so wie eine Katastrophe, wie ein Krieg. Dann stehen wir danach erstmal blöde da. Herr Baltrock, wie ist das denn in der Institution Kirche? Inwieweit ist in Ihrer Kirche das überhaupt ein drängendes Thema, Wachstumskritik? Einer der üblichen Vorsätze vorweg, das Prinzip Eigennutzes könnte ja in meinem Interesse und meinem Sein und meinem Nutzen dienen, dass es dem Gegenüber gut geht. Dass das Blühen des Gegenübers zu meinem Wohlergehen beiträgt. Das ist so diese Exzentrik der Liebe halt. Aber wie sieht das in Kirche aus? Kirche ist ja keine Institution, die angetreten ist, um sich selbst zu erhalten. Kirche will auch die Welt nicht verbessern, um des Glauben will nicht die Welt verbessern. Mit den entfalteten kirchlichen Systemen, die wir hier haben, sieht das ein bisschen anders aus. Da gibt es viel Moralismus, den ich schwer ertrage, wenn in der Heiligabendpredigt dann die Option für die Armen gepredigt wird und gegen die Reichen, die gleichzeitig den neuen Glockenstuhl finanzieren und da unten sitzen. Da sehe ich viel Selbstgerechtigkeit. Ich sehe in den offiziellen Institutionen natürlich die Zusammenarbeit mit Gesellschaft, Politik, Wirtschaft. Das Kirchensteueraufkommen der Großkirchen ist gekoppelt an das Steueraufkommen Lohnsteuer, Einkommensteuer. Deshalb, die Leute können austreten, solange sie wollen. Bei uns sprudeln die Geldquellen zurzeit ohne Ende. Das macht einen nicht gerade besonders mutig in Wachstums- und Wirtschaftskritik. Weil sie selbst von Wachstum abhängen. Ja, natürlich. Aber ich sehe Leute unter Druck, da will ich nochmal drauf. Ich bräuchte 2 Minuten, ich weiß nicht, ob das okay ist. Im späten Mittelalter, ich rede nicht über die katholische Kirche von heute, explodiert der Handel mit dem Unsichtbaren. Menschen kommen unter Druck, Pest, Krankheiten, Seuchen, Hungersnöte. Und die Kirche erfindet den Handel mit dem Unsichtbaren in einem bis dahin unvorstellbaren Ausmaß. Denken Sie an Hunderttausende von Reliquien und Ablässe und Gnaden und so weiter und so fort. Und die Leute kaufen. Die Leute gehen in den heiligen Raum, um sich selbst zu heilen, um Brüche in der eigenen Selbstwahrnehmung zu schließen. Da bekommen sie was für, dafür müssen sie zahlen. Da machen sie ihre Alltagserfahrung und stellen fest, es muss nachgelegt werden. Dann müssen sie wieder. Und das betraf vor allem die, die das System nicht durchschauten. Ich hatte es vorhin schon gesagt, die Fugger haben keine Ablassbriefe gekauft, Kardinäle auch selten.
Und jetzt heute. Ich sehe unsichtbare Waren. Ich sehe Waren andersrum. Lassen Sie es 7 Jahre her sein, ich beschließe mir eine Korthose zu kaufen. Korthosen haben mich 10 Jahre nicht interessiert oder 20. Ich wollte eine Korthose, die habe ich auch so Manufaktum und Landhaus und so weiter und so fort, habe ich mir auch gegönnt. Und dann kam die Barberjacke dazu, passend zum Labrador, und dann war man so ausgestattet und sah irgendwann aus wie ein englischer Grundbesitzer, nur ohne Grundbesitz. Das heißt, da waren Ideen, unsichtbare Güte. Und dann stelle ich fest, sowas geht 2 Monate lang gut, da muss ich nachlegen. Und da wird auch nachgelegt von der anderen Seite. Und inzwischen habe ich das für mich, glaube ich, im Moment des privaten Konsumierens oder Erwerbs einigermaßen durchschaut. Aber wenn ich in Wohnungen komme von ärmeren Leuten, dort sind die Kinderzimmer in einem viel größeren Maße zugestopft mit dem letzten Plastik-Gadget zum letzten Disney-Film als beim Bürgertum. Ich will jetzt nicht die Leute auch noch dafür beschimpfen, nur ich glaube, sie haben weniger Möglichkeiten, es zu durchschauen und versuchen ihren Kindern trotzdem etwas zu gönnen in diesem immer wieder neu, das immer wieder nachgelegt wird. Letzter Satz. So in meiner Kindheit gab es Sommerkleidung und Winterkleidung, dazwischen gab es eine Übergangsjacke. Heute wird alle 2 Monate nachgelegt. Und die, die am wenigsten haben, müssen, um Selbstbilder zu halten vor den Nachbarn und ihren sozialen Milieus. Und die christliche Antwort darauf ist halt nicht, du darfst nicht konsumieren. Die christliche Antwort darauf ist, hallo, du brauchst nicht so zu strampeln. Kein Mensch mag dich ein Stückchen lieber, weil du das und das hast. Und wenn das so ist, dann bist du an den Falschen geraten. Sie wollten darauf eingehen, Herr Kämpchen? Ich wollte fragen, was heißt Kollaps der Wirtschaft? Heißt das nur eine Verteilung von Gütern und Dienstleistungen? Heißt es, dass wir mit weniger auskommen sollen, was wir im Augenblick noch nicht bereit sind zu tun? Also genau in dem Sinne, wie Sie sagen. Oder was ist ein Umdenken möglich in den nächsten 20 Jahren, dass ein solcher Kollaps zu einer neuen Lebensform führt? Kann man das sich auch mal positiv überlegen? Statt nur zu sagen Kollaps und Partikularinteressen, Selbstverwirklichung im Materiellen. Gibt es da nicht auch Alternativen, die man auch als Ökonom wirklich ernsthaft überlegen kann? Ja, eine Alternative, die ja im Raum steht und die ich auch ansprechen wollte gerne in dieser Runde, ist ja die Idee des grünen Wachstums. Ja, wir können weiter wachsen, wir können weiter Reichtum erzeugen, aber wir wachsen emissionsfrei weiter, eben durch ein grünes Wachstum. Was halten Sie zum Beispiel von der Idee des grünen Wachstums, mit der wir uns ja auch so eine wachstumskritische, grundsätzliche Diskussion sparen könnten? Interessanter Aspekt, denn das grüne Wachstum stammt ja so ein bisschen von der Grünen Partei auch hier in Deutschland. Und ich glaube, es ist eine Reaktion auf die, sagen wir mal, öffentliche Kritik an den Grünen. Die Grünen oder die Umweltbewegung hat, und ich kann das sehr gut nachvollziehen, weil ich Teil der Umweltbewegung war oder bin, predigt seit 40 Jahren, seit dem Club of Rome, mindestens seit 40 Jahren, dass Wachstum Probleme erzeugt und dass man doch mal ein bisschen langsamer machen soll. Und daraus ist ja so eine gewisse Verzichtsideologie auch entstanden, auf der die Grünen auch groß geworden sind. Und mit der Zeit kommt das mit diesem Verzicht natürlich nicht so wirklich gut in der Breite an. Das klingt immer so nach kratzigen Pullover und nach Veggie Day. Auch Veggie Day war ja kein Erfolgsmodell. Mhm. Also haben die Grünen und Ralf Füchs ist ja einer der Protagonisten, der Leiter der Böll-Stiftung, haben sich gesagt, wir drehen jetzt einfach um. Ne? Wir wollen uns jetzt nicht mehr beschimpfen lassen für unsere Wachstumskritik, sondern wir streichen das Wachstum grün an und gehen damit mit einer positiven Meldung raus. Unterm Strich hat sich mit dem grünen Wachstum, aber gegenüber dem grauen Wachstum oder wie man das nennt, nicht wirklich viel geändert. Ich will das mal ganz kurz beschreiben an der Energiewende. Die Energiewende leuchtet uns allen ein, weil wir sagen, wenn wir Energie bereitstellen können, ohne Kohle zu verbrennen und ohne nukleare Brennstoffe zu nutzen, dann ist es sicher besser. Unterschrieben, klar.
Wenn wir die Energiewende jetzt umsetzen und im Jahr 2040 oder 2050 tatsächlich zu 100% regenerativen Strom anbieten können, dann haben wir in der Zwischenzeit natürlich erstmal eine riesige Investition. Wir müssen Leitungen bauen, wir müssen Solarzellen bauen, Windkraftanlagen bauen. Wir haben also einen riesigen Ressourcenverbrauch erstmal, um das System aufzubauen. Also in der Zwischenzeit sparen wir relativ wenig ein, im Gegenteil. Und wenn wir dann diese 100% regenerativen Strom haben und sagen, jetzt machen wir aber mit diesem regenerativen Strom oder dieser Energie, machen wir grünes Wachstum, dann machen wir den gleichen, in Anführungsstrichen, Fehler, den wir auch heute machen. Denn Wachstum heißt mehr Umschlag von Gütern, Produkten, Konsum und von Dienstleistungen. Und Sie können nicht mehr Güter und mehr Dienstleistungen anbieten, ohne mehr Ressourcen zu verbrauchen. Das ist physikalisch unmöglich. Deswegen halte ich da mehr von dem, was Hubert Markel mal gesagt hat, der war lange Zeit Präsident der Max-Planck-Gesellschaft, ein sehr rationaler Naturwissenschaftler, der hat gesagt, nachhaltiges Wachstum ist ein Oxymoron, also ein Widerspruch in sich. Das kann nicht funktionieren. Physikalisch ist es unmöglich. Auch 100% Recycling kann nicht funktionieren, weil Sie immer Energieverluste haben. Sie können den dritten Satz der Thermodynamik nicht außer Kraft setzen. Das ist unmöglich. Und deswegen ist dieses grüne Wachstum eine reine Fiktion. An dem grünen Wachstum ist das Grüne gut, aber das Wachstum bleibt das alte Problem. Herr Seele, sehen Sie das genauso, dass nachhaltiges Wachstum unmöglich ist? Gegenwärtig ja, absolut. Wir müssen wirklich, ich hatte das eingangs gesagt, die Lissabon-Strategie, die ja wirklich viele Menschen betrifft, darin ist es festgeschrieben. Da können wir noch so viel Urban Gardening machen oder so. Das ist egal. Das spielt einfach keine Rolle, wenn die politische transnationale Union sagt 3% jedes Jahr, inklusive, das ist ja sozusagen Wachstumszinseszins, der da akkumuliert wird, wenn Sie es hochrechnen, jedes Jahr von den 3%, die dazugewachsen sind, ist ja zahlenmäßig hochspekulativ. Deswegen, erstens Lissabon-Strategie, wenn man es will, Volksinitiative, die EU kennt das Instrument, es gibt direkt demokratische Instrumente der EU, Abschaffung der Lissabon-Strategie. Wenn die EU-Bürger das wollen, wird die Bürokratie das umsetzen. Also, warum so abstrakt? Zweitens, die Rechtsform von Unternehmen. Das ist was, wo ich sagen muss, wo es dann auch herkommt, das Wachstum. Wenn man sich anschaut, wir reden wieder von der alten Welt, agrarische Zyklen und so weiter, da gab es ja nicht diese Form von Unternehmen, wie wir sie heute haben. Ich rede nicht nur von groß und transnational, ich rede von der Rechtsform. Und was ist das Entscheidende? Das Entscheidende an der Rechtsform ist die Einführung der begrenzten Haftung. Warum? Weil, wenn ich keine Haftungsbeschränkung habe, beziehungsweise das Haftungsrisiko, das ich eingehen müsste, um ein höheres Risiko, höhere Gewinnaussicht, höheren Gewinn zu zeitigen, nicht auslösen muss in dem schlechten Fall, wo die Haftung greifen müsste, na, das ist doch super. Dann kann ich ja viel größer wachsen, viel schneller wachsen, viel weiter wachsen. Das heißt, mit der Rechtsform von Unternehmen als juristischer Person, mit dem juristisch festgeschriebenen Zweck, Profite zu erwirtschaften, passt super zur Lissabon-Strategie, nur am Rande bemerkt, und der Möglichkeit, Haftung auszuschließen, Verantwortung auszuschließen, bin ich in einem grandiosen Wachstumspfad, sind wir alle in einem grandiosen Wachstumspfad. Und wenn wir darunter wollen, sind das die zwei Hebel in meinen Augen. Denn es ist ja ohnehin schwer zu erklären, warum sind Atomkraftwerke nicht versichert, weil die Versicherungsunternehmen sie nicht versichern. Das Risiko ist zu groß. Gibt es vielleicht einen Grund, darüber nachzudenken, wenn das Risiko zu groß ist und kein Unternehmen sich findet, den Schaden zu versichern, über die Technologie nachzudenken? Könnte man, ist aber so schön wenig CO2 und so günstig. Wird ja mittlerweile sogar zur Armutsbekämpfung rhetorisch ins Feld geführt, Nuklearenergie. Was ich sagen will ist, Verantwortung muss sozusagen mit der Haftung korreliert werden, wieder kongruent gemacht werden. Und letztlich, wenn man annimmt, dass wir in einer politisch offenen Gesellschaft leben, gibt es Möglichkeiten, auch solche Instrumente wie die Lissabon-Strategie zu verhandeln. Und diese wunderbare, viel verantwortungsvollere Organisationsform eines Unternehmens, wie würde die dann heißen, damit wir damit weiter argumentieren können? Habe ich noch nicht drüber nachgedacht, fällt mir aber ein, wir haben gestern in einem Vortrag Vollgeldinitiativen vorgestellt bekommen. Mhm. Das ist ja sozusagen analog, dass ich Geld habe, das einen höheren Nominal als Materialwert habe. Geldtheorie, nichts Besonderes. Insofern haben wir vielleicht dann
das ist jetzt aber wirklich aus dem Blauen, wie würde das heißen, das wäre sozusagen ein Vollverantwortungsunternehmen, oder? Also weil wir momentan Verantwortung haben, die Minimalverantwortungs- oder Nichtverantwortungsunternehmen sind, oder wie es unlängst in einem Buch benannt wurde, die organisierte Verantwortungslosigkeit in der transnationalen Wirtschaft. Und das wäre sicherlich was, aber Stichwort Partikularinteressen, wenn das nicht alle Länder auf der Welt machen, wird es sofort zur Redomizilierung in die Länder geben, die dann Gesellschaften anbieten, Holdingboxen anbieten, die wieder Limited Liabilities haben. Und deswegen bin ich da nicht unbedingt optimistisch, auch wenn die Idee vielleicht so klingt, dass man da was machen könnte. Aber wenn man sich für diese Idee einsetzen wollte, Herr Baltruck, vielleicht die Frage an Sie, weil Sie ja in gewisser Weise auch ein Fachmann für Überzeugungsarbeit sind. Und wenn Herr Seele sagt, man müsste Mehrheiten dafür organisieren, was denken Sie, wie kann man Mehrheiten finden, wie kann man Menschen überzeugen davon, zum Beispiel von einer solchen Idee mit diesem charmanten Namen Vollverantwortungsunternehmen? Das Stichwort Überzeugung, Persuasion, das tauchte ja heute Vormittag einmal auf. Das fand ich ganz schlagend, dass Herr Priedert sagte, moderne Märkte, Renditeerwartungen seien Persuasion. Das ist genau das, was ich mit der spätmittelalterlichen Theologie meint. Das ist Persuasion. Es ist die Anwesenheit von etwas Unsichtbarem. Wie man das macht, wahrscheinlich nicht durch Druck, wahrscheinlich nicht durch Flugverbote und Aufrufe, weniger zu fliegen und so weiter und so fort, siehe Hohe Straße. Ich habe da noch mal eine ganz andere Perspektive, und zwar ist vor zwei, drei Jahren ist ein Tagebuch erschienen von einem französischen Adligen zur Zeit Ludwigs des 15. und 16. Es ist eine Lust zu leben. Und der berichtet von einem Vorgang, dass Ludwig der 15. am Ende seiner Regentschaft versuchte, die horrenden Hofhaltungskosten in Versailles zu drücken. Und dann wurde eine Kommission einberufen, Frankreichs Schuldenberg, Sie wissen, Halsbandaffäre später und all so etwas, das bahnte sich schon an. Und dann kam raus, es gibt keine Möglichkeit, etwas einzusparen. Wir können diesen Hof nicht runterfahren. Sobald wir das machen, brechen uns die Wirtschaftsbetriebe zusammen. Die Parfümerien und die Seidensticker und die Schneider und die Friseure. Und wenn ich das jetzt mal ein bisschen so global mir angucke, wie wäre es denn, wenn wir es uns eingestehen, wir sitzen hier zusammen und fahren dann eben gut gelaunt gemeinsam gegen die Wand. Aber die Idee ist noch nicht gefunden, irgendwie aus diesen Palästen rauszukommen und ohne angesagte Apokalypsen die Kosten runterzuschreiben. Ich meine, die Apokalypse kommt, die Frage ist nur, wer denn die Preise zahlen wird. Jetzt ist vielleicht die gute Nachricht, die Herr Klingholz für uns dabei hat, dass es auf wachstumskritische Diskurse, Überzeugungsarbeit womöglich gar nicht ankommt, weil, wie Sie schreiben in Ihrem Buch, normative Kräfte wirksam sind, die sowieso in halbwegs absehbarer Zeit zu einem Ende dieser Wachstumsära führen. Vielleicht könnten Sie uns das kurz erklären, damit wir diesen Gedankengang verstehen. Ja, damit versteht man die Probleme, die wir in Ländern wie Deutschland, also in den ausgereiften Industrienationen mit dem Wachstum haben. Sie haben die Lissabon-Strategie erwähnt, 3% Wachstum. Da sind wir in der Realität ja meilenweit von entfernt. Wenn die EU 1% Wachstum hätte, wäre sie froh. Wir krebsen so irgendwo zwischen 0 und 1 rum, und zwar seit geraumer Zeit. Wir sind ja in einem Zustand angekommen, wo diese 3% schlicht und einfach nicht mehr machbar sind. Dafür gibt es verschiedene Gründe, und die demografische Entwicklung ist eine. Die Bevölkerung in Europa wächst nicht mehr. Trotz Zuwanderung wächst sie nicht mehr. Sie wird demnächst schrumpfen und altern, und wir können nicht erwarten, dass in einer schrumpfenden, alternden Gesellschaft wieder die Wachstumszahlen kommen, wie wir sie aus Indien kennen, mit einer jungen, dynamischen Gesellschaft, die noch sehr viel nachzuholen hat, die ja alles das, was wir da draußen sehen, überhaupt nicht haben. Wir haben heute die Situation, dass durch den Wohlstand, durch mehr Bildung, überall auf der Welt die Kinderzahlen gesunken sind.
in allen Ländern, und zwar in mittlerweile 80, 90 Ländern, unter die Ziffer, die notwendig wäre für eine stabile Bevölkerung. Das heißt, wir haben schon 80, 90 Länder auf der Welt, die mittelfristig anfangen zu schrumpfen, ohne Zuwanderung. Mit diesem demografischen Wandel kommt auch der wirtschaftliche Wandel, dass dieses Wachstum der Vergangenheit nicht mehr möglich ist. Das heißt, wir sind durch den Wohlstand, der uns die Wachstumsprobleme negativer Art gebracht hat, kommen wir in eine Situation, wo das Wachstum plötzlich ohne unser gewolltes Zutun sich reduziert. Bislang haben wir das nicht begriffen, sondern wir versuchen, alle möglichen Strategien zu entwickeln, dieses Wachstum der Vergangenheit wieder zu erzwingen. Wir erfinden Abwrackprämien, Investitionsprogramme, machen und alles schuldenfinanziert, sodass wir im Moment eine Situation haben, und die ist absurd, dass wir sinkende Wachstumsraten haben. In allen Industrienationen haben wir über die Jahrzehnte gemittelt, in den letzten 40 Jahren sinkende Wachstumsraten, zeigt überall Richtung Null. In dieser Situation versuchen wir, Wachstum zu erzwingen mit Schulden. Das heißt, wir haben eine steigende Verschuldung bei sinkenden Wachstumsraten. Und das zeigt, dass wir eigentlich völlig auf dem falschen Schiff sind. Denn wir machen ja Schulden in der Erwartung, dass wir mit dem Wachstum der Zukunft diese Schulden wieder zurückzahlen können. Das heißt, wir hinterlassen den künftigen Generationen eine Welt mit mehr Schulden, aber mit weniger Möglichkeiten, über Wachstum diese Schulden wieder abzuzahlen. Das ist der größte Verstoß gegen die Generationengerechtigkeit, den wir uns vorstellen können. Wir nehmen den künftigen Generationen auch die Möglichkeit, eigenständig zu handeln. Und deswegen müssen wir von diesem Wachstumszwang weg und uns damit arrangieren, das, was uns praktisch in den Schoß geworfen wird. Das, was die Umweltbewegung seit 40 Jahren fordert, nämlich ein Ende des Wachstums, kommt durch unseren Wohlstand alleine bei uns vor die Haustür. Und solange wir das nicht akzeptieren und Mittel und Wege für ein Wohlergehen der Gesellschaft, nicht für einen Wohlstand, sondern für ein Wohlergehen der Gesellschaft mit weniger oder null oder negativem Wachstum bereitzustellen, solange haben wir ein Problem, solange versuchen wir nämlich durch eine Verschuldung bei den Finanzmärkten und auch an der Ökologie, an den natürlichen Ressourcen, über eine Verschuldung dieses Wachstum der Vergangenheit wieder zu erzeugen. Wenn Sie aber sagen, wir haben hier voraussichtlich ein sinkendes Wachstum, allerdings ja auf dem sehr, sehr hohen Niveau, auf dem wir heute leben, und ein Land wie Indien muss erst einmal nachholen, um zumindest aus der harten Armut, die jetzt davor herrscht, herauszukommen. Sie haben es vorhin relativ zurückhaltend gesagt, was Sie dann von einem Land wie Deutschland zum Beispiel erwarten würden. Sehr, sehr viel bescheidener zu leben, müsste doch wahrscheinlich Ihr Appell sein, oder? Ja, meine Frage an die beiden Herren Ihnen gegenüber ist, hat das, was Sie mit Kollaps bezeichnen, das, was Sie mit den normativen Kräften bezeichnen, die ein Wirtschaftswachstum bremsen und dann auf Null fahren, hat das damit zu tun, dass die allgemeine Bevölkerung damit zufrieden sein muss, in Zukunft auf einem geringen Lebensstandard zu verweilen, sich die Lebensstandard zu niedriger zu haben und damit auch zufrieden zu sein, was dann eben die Überzeugungsarbeit von uns beiden wäre, das zu erreichen. Das ist meine wichtige Frage. Gibt es diese Möglichkeit, geringer auszugeben, einen geringeren Lebensstandard zu haben und trotzdem damit zufrieden zu sein, um dann eine größere Umverteilung der Güter zu erreichen, global? Das war ja vorhin schon Ihr Ansatz zu sagen, wir müssen nachdenken darüber, wie ein Leben nach dem Wachstum aussehen könnte. Also das ist die Frage, wie wir den Lebensstandard definieren. Wenn der Lebensstandard, so wie Sie das erwähnt haben, darin besteht, dass wir die Produktzyklen möglichst beschleunigen, also uns nicht alle zwei Wochen, sondern jede Woche ein neues T-Shirt kaufen, dann haben wir ein Problem, das schaffen wir nicht. Aber wenn wir unser Wohlergehen anders definieren, wenn das Wohlergehen eben auch, und das ist, würde ich sagen, für alle, die hier sitzen, möglich mit 20% weniger, vielleicht sogar mit 40% weniger, dann haben wir auf jeden Fall eine Chance. Aber dafür müssen wir gleichzeitig die Systeme anpassen. Denn die Systeme erfordern das Wachstum, und wenn wir dann durch unseren Minderkonsum, so sinnvoll das individuell klingt, das Rentensystem, das Bildungssystem und die Finanzmärkte zum Kollaps bringen, haben wir die Katastrophe, die Sie sich wünschen und die wir sicher zum Teil auch kriegen werden, in der Hoffnung, dass wir nach der Katastrophe schlauer sind. Aber wir wissen nicht, ob die Katastrophe uns dann oder vielen in der Gesellschaft wirklich das Genick bricht.
im wahrsten Sinne des Wortes. Gibt es Modelle dafür bereits? Nein. Das, also das ist an Ihre Zunft natürlich. Die Ökonomen haben sich mit solchen Modellen schlicht und einfach nicht auseinandergesetzt. Denn warum soll eine Wissenschaft, die doch im Wesentlichen Wachstum als Naturgesetz ansieht, sich darüber unterhalten, wie es funktionieren könnte, wenn dieses Naturgesetz außer Kraft gesetzt wird? Aber die Wirtschaftsleute sind doch so schlau. Warum schaffen die das nicht? Ich weiß es nicht. Vielleicht kann Herr Seele weiterhelfen. Schlau ist nicht weise, das ist das Erste, was man sicher dazu sagen sollte, dass sozusagen die Berufserwartung an Philosophen qua Definition, Freund der Weisheit zu sein. Aber das ist nicht die Antwort auf Ihre Frage. Ich mache es mal mit einem Bild, mit einer Versinnbildlichung. Das ist, ich weiß nicht, ob es passt, aber die Frage ist der Kern, da sind wir schon im Zentrum. Ich stelle es mir einfach so vor, das ist wie wenn man ein Haustier hat und dem geht es nicht gut und das ist alt und der Hund wird sterben. Das ist relativ klar, dass das irgendwann passieren wird. Und dann, was macht man dann? Dann sagt man doch, na gut, wir versuchen alles, denen wir nahe sind, die wir mögen, wir versuchen alles, sie am Leben zu erhalten und zu retten, solange es geht, ein Leben zu ermöglichen. Und ein bisschen denke ich, so ist es mit dem Wachstum auch. Oder? Also, das passt jetzt nicht genau, das Sprachbild. Aber was ich damit sagen will ist, ich glaube, es ist der falsche Ansatz zu sagen, es ist außerhalb von uns. Und man kann es jetzt, weil es außerhalb von uns ist, systemisch verändern, entgegen der individuellen Interessen. Es ist in uns, sozusagen, das zu wollen, auch aus guten, nachvollziehbaren Gründen, Wachstum zu wollen. Ich habe es ganz am Anfang gesagt, weil es die Ermöglichung eines besseren Lebens entgegen von Not und Subsistenz ermöglicht, das Wachstum. Aber nun ist es nun mal so hochgewachsen und so weit gediehen. Aber es ist in uns und ich glaube einfach nicht, dass es Sinn macht. Das hat Nico Pech gestern in seinem Vortrag, wie er es eigentlich schon seit Jahren sagt und immer noch recht hat, gesagt, man kann sich eigentlich entscheiden, bei Design oder bei Disaster. Das ist der Punkt, da hat er recht. Aber ich glaube nicht, dass man sich mal entscheiden kann, nicht mal das glaube ich. Weil ich glaube, dass es einfach sozusagen nur die Möglichkeit ist, darüber nachzudenken, Wachstum anzuerkennen und das ist offenbar das, was wir auch in uns tragen, diese Idee des Wachstums, aus wahrscheinlich nachvollziehbaren anthropologischen Gründen des Überlebens. Und deswegen wäre ich, so schön es ist, eine Idee sich vorstellen zu mögen, eine Postwachstumsgesellschaft zu kreieren. Wenn es nicht realistisch ist, bin ich dann auch jemand, der sagt, gut, war eine Idee, mussten wir darüber nachdenken, aber was ist realistisch, um überhaupt weiterzukommen? Weil Sie Nico Pech ganz kleinen Moment angesprochen haben, er treibt diese Frage, sind wir auf Wachstum angelegt, ja sogar so weit, dass er sagt, soweit ich weiß, man müsste dann auch Bildung zum Beispiel in Frage stellen, weil Bildung von Menschen immer wieder zu neuen Ideen führt und neue Ideen zu neuen Produkten führt. Also die Frage ist dann, ja, sind wir das tatsächlich auch mit all diesen Konsequenzen, Herr Baltrock, sind wir so auf Wachstum angelegt als Menschen? Ich bin Hundebesitzer. Die Hundemetapher geht weiter. Die Hundemetapher geht noch einmal weiter. Und als es ihr dann vor 2 Jahren immer schlechter ging und schlechter ging, wir haben einiges getan, dann haben wir gesagt, wir schläfern das Tier jetzt ein. Und dann fließen viele Tränen und so weiter und so fort und dann geht es anders los. Desaster. Ich glaube, wir müssen da die verschiedenen Ebenen unterscheiden. Also auf der individuellen Ebene geht das, glaube ich, schon, zurückzufahren. Das ist die berühmte, für mich die berühmte Hühnereier-Geschichte. Es gibt immer noch undiskutable Haltungsformen, aber die großen Ketten bieten keine Käfighaltungseier mehr an. Bei all dem Schindluder, der da getrieben wird und bei allen Missbräuchen, die es noch gibt, klein, klein, letztendlich hat der Markt entschieden. Die Konsumenten haben entschieden, diese Bilder halten wir nicht mehr aus, wenn wir unser Frühstücksei uns auf den Teller packen. Ich glaube, über politische Einschüchterungsversuche und Eingriffe in Bewegungsfreiheit, Konsumverhalten ist relativ wenig zu machen. Ich glaube, es geht
um die, so schlimm das ist, um die individuelle Erfahrung von Krise, die einen bewegt, für sich selbst was umzustellen, auf dem individuellen Bereich, auf der individuellen Ebene. Man muss es gesehen haben, es muss einen Namen haben, es sollte einen angeguckt haben, sodass man dann sagt, nicht ich darf nicht oder so, sondern nein, ich will einfach nicht mehr. Kalbfleisch, lass mal, wenn ich einmal gehört habe, wie das Muttertier schreit. Und Bilder für vieles auf der individuellen Ebene, nicht als Verbote, sondern als Selbstbeschränkungen für gelingenderes Leben mit weniger Verzehr. Auf der politischen Ebene kann ich nur noch mal sagen, Hohe Straße gestern Nachmittag. Da sehe ich tatsächlich wenig Anlass zu Optimismus. Ja, die Frage wäre ja dann auch, auch wenn man wenig Optimismus hat, um einen Anfang zu machen, weil Sie ja vorhin auch davon gesprochen haben, dass man, wenn überhaupt, natürlich nur in organisierten Formen Protest zum Beispiel gegen die Lissabon-Strategie machbar und durchsetzbar wäre. Sehen Sie denn Wege dazu, so einen Protest zu organisieren, also letzten Endes so etwas wie eine Degrowth-Partei zum Beispiel zu institutionalisieren? Oder ist das eine völlig absurde Idee? Muss man probieren. Ich würde nicht denken, dass es erfolgreich wäre. Weil irgendwann der Leidensdruck kommt und dann man auch, wenn man dieser Idee folgen möchte, es Konsequenzen haben wird. Und Sie haben es, glaube ich, in Ihrem Eingangsstatement gesagt, man könnte auf 30% schon verzichten. Sicher, aber gut, und schauen Sie rechts und links und die verzichten nicht, können Sie immer noch drauf verzichten, Sie können dann auch nochmal auf 5% verzichten, aber irgendwann ist dann. Und anders, die Möglichkeit wäre, wenn sich die Idee so schnell ausbreitet, dass es sozusagen gar kein Links und Rechts mehr gibt, wo man gucken will, weil es einen Konsens darüber gibt, dann könnte es funktionieren. Dann. Was meinen Sie zu? Ja, aber es würde natürlich nicht funktionieren, solange die Systeme die gleichen bleiben. Wir können, oder wie Sie sagen, wir müssen auf die nächsten Katastrophen hoffen, auf die nächste Finanzkrise, damit wir dazu Regelungen kommen, die besser funktionieren als die Regelungen, die wir seit der letzten Finanzkrise hatten. Wir müssen auch, so absurd das klingt, auf irgendwelche Katastrophen im Rahmen der Klimaveränderung hoffen, bis dort in Paris oder bei welchen Konferenzen auch immer andere Verhandlungsergebnisse auf den Tisch kommen. Ich glaube, wir müssen die Instrumente für ein Leben im Postwachstum experimentell entwickeln. Die Sharing Economy, das Urban Gardening oder was auch immer, in dem Wissen, dass uns diese Ideen heute nicht weiterhelfen. Ich will das damit nicht abwerten, ich halte das für vernünftig, aber mit der Sharing Economy retten wir nicht die Welt, solange wir nicht an die Systeme gehen. Wir brauchen aber, um nach den nächsten Katastrophen nicht ohne Ideen dazustehen, brauchen wir diese Testfelder vorher. Und genauso funktioniert Evolution, soziale Evolution wie biologische Evolution. Man muss vorher die Bausteine haben, um nach der Katastrophe weiterarbeiten zu können. Sonst hat man erstmal ein paar Jahrzehnte Chaos und dann geht es allen Leuten schlecht und viele überleben es nicht. Wir haben mit dem Aussterben der Dinosaurier plötzlich ein Erblühen der Säugetiere erlebt. Warum? Weil es vorher schon kleine Säugetiere gab, so groß wie Kaninchen maximal, die aber alle biologischen Baupläne für den Elefanten, für den Giraffen und für den Löwen schon hatten. Deswegen hat das funktioniert. Also die Bausteine waren da und deswegen brauchen wir die Bausteine der Sharing Economy, brauchen Leute wie Nico Pech und solche. Aber heute können wir das nicht umsetzen, solange die Systeme sich nicht reformieren. Und die Systeme, vermute ich, reformieren sich erst, wenn die Katastrophen auf dem Tisch liegen oder wenn die Krisen auf dem Tisch liegen. Und wenn die Krisen härter sind, als wir es bislang erlebt werden. Die Menschheit hat immer nur aus Krisen gelernt. Warum soll die Menschheit etwas ändern, wenn es ihr gut geht? Macht sie nicht. In Indien sind die Katastrophen schon vorhanden. Im Augenblick, wenn Sie nach Neu-Delhi fahren, haben Sie 45 Grad Hitze. Gab es früher nicht. Gibt es jetzt seit 10 Jahren. In den Himalayas ist die Schneeschmelze wesentlich stärker als meinetwegen in den Alpen. Und wir wissen, wann ungefähr das gangetische System, also die Flüsse
immer mehr und mehr austrocknen und welche Konsequenzen es hat. Aber das merken wir nicht in Köln. Schauen Sie mal raus. Sehen Sie da die Fluten des Himalaya? Wir merken es hier nicht, aber wir leben in der einen Welt. Und da wir hier auch ein Glaubensthema haben, möchte ich doch fragen, es gibt doch, wir sprechen hier von Partikularinteressen, von individuellen Interessen, dass man also individuell herunterfahren könnte auf um 30%, dass das Wirtschaftswachstum Partikularinteressen vertritt und deshalb gefördert wird. Es gibt sowohl im Christentum noch mehr im Islam Gemeinschaftskräfte. Können die nicht mehr greifen? Ist es denn völlig unmöglich, dass es eine Interessengemeinschaft gibt, die groß genug ist und stark genug ist, um solche Kräfte zu binden und zu einem neuen System hinüberzuführen? Ich weiß, es ist idealistisch und visionär, aber es ist bitteschön, es ist visionär immerhin. Und ich frage mich, warum das nicht möglich ist bei den Wissenschaftlern. Wir haben ja von den beiden schon gehört, dass Sie sehr skeptisch sind dieser Idee gegenüber. Sie nicht? Nein, im Grunde nicht. Also was Sie anmahnen, ist natürlich eine verantwortliche globale Politik. Wir brauchen einen globalen Altruismus, den wir aber politisch umsetzen müssen. Wir wissen, dass Altruismus funktioniert im kleinen Kreis. Sie sind innerhalb Ihrer Familie nett und nicht eigennützig, innerhalb Ihrer Sippe, vielleicht auch innerhalb Ihrer Kommune. Aber wenn Sie das schon auf die nationale Ebene hieven wollen, brauchen Sie die Politik dafür, brauchen Sie Institutionen, brauchen Sie Regeln und Gesetze. Das können wir national einigermaßen mittlerweile, aber international können wir es nicht, weil die Interessen eben zwischen Ölerzeugern wie Saudi-Arabien, Kohleproduzenten wie China und der Schweiz, die lieber Grün oder Wasserkraft hat, schlicht und einfach keinen Konsens bekommen. Aber es ist die Aufgabe der Politik und anders ist das nicht möglich. Die Religion kann natürlich schöne Predigten halten und die Politik auffordern, aber lösen müssen wir das politisch. Es ist völlig absurd zu glauben, dass wir mit einer Weltgemeinschaft von bald 7,5 Milliarden das auf individueller Ebene lösen können. Das ist ausgeschlossen. Aber um das, Sie haben gerade die Religion angesprochen, um so einen Prozess in Gang zu setzen, wäre es, wenn man zum Beispiel sagt, Aufgabe einer Kirche ist auch, sich einzusetzen für die Bewahrung der Schöpfung, wäre es dann nicht sehr viel mehr, als das heute passiert, zum Beispiel die Aufgabe einer Kirche wie der Ihren, sich genau dafür stark zu machen? Ja, natürlich, aber da liegt, wie heißt er nochmal, der Teufel genau im Detail. Wie? Für was? Mit welchen Folgewirkungen? Für wen? Die, wenn wir mal so sagen, es ist 3/4 der Weltbevölkerung, 4/5 der Weltbevölkerung noch religiös gebunden sind. Und dass von denen der größte Teil sich an Gottheiten gebunden hat, die das Leben der meisten wollen. Dann fragen Sie sich, warum diese überwältigende, die größte Mehrheit der Weltbevölkerung sich nicht mehr einsetzt. Da hätte ich die Gegenfrage. Europäisches Menschenbild geht davon aus, dass jeder Mensch ein vernunftbegabtes Lebewesen ist. Das wäre die größte Bewegung auf diesem Planeten. Warum von der Religion fordern, was die Vernunft nicht schafft? Da kommt die Religion in eine ganz merkwürdige Erfüllungsgehilfenfunktion hinein. Das Zweite ist, dass diese großen Institutionen nicht an einem Strang ziehen. Ich war gestern Morgen in einem Vortrag sehr überrascht, dass es so unwidersprochener Konsens war, dass alle Weltreligionen sich ja als nur einen Teil der göttlichen Gegenwart in dieser Welt verstehen und nicht als exklusive Alleinvertreter. Ich glaube, da muss ich ein bisschen aufklären. Das gilt vielleicht für einen aufgeklärten Protestantismus hier in Mitteleuropa, dass er sich als Teil von einem Göttlichen versteht, dass er allein als Religion oder Konfession nicht ausfüllen wird. Gucken Sie sich mal offizielle Dokumente des römischen Katholizismus an. Es gibt Rom und ansonsten Götzendienst und kirchenähnliche Gemeinschaften. Gucken Sie sich große Teile des konservativen Protestantismus in den Vereinigten Staaten an, des konservativen Judentums, des konservativen Islams. Die kennen nicht die Zusammenarbeit vieler Gläubiger. Die kennen nicht die Andersgläubigen. Die kennen den Glauben
und die Ungläubigen. Und das Haus ist genauso wenig befriedet und somit zu einer überregionalen oder übernationalen globalen Rettungstruppe der Gutwilligen, der Gottgesandten organisierbar, wie es irgendwie eine G7- oder G8-Gruppe ist. Wir haben jetzt viel über die Schwierigkeiten gesprochen und vor allem ja auch Sie. Wenn man Ihr Buch liest, dann stößt man ganz am Anfang aber auf die Utopie einer Postwachstumsgesellschaft, einer sehr verlockenden, geradezu befreienden Utopie, wie es denn sein könnte jenseits des Wachstums. Vielleicht, und auch das könnte ja ein Aspekt von Wachstumskritik sein, ein anderes Bild vom Leben, Sie haben das auch schon angesprochen, dagegen zu setzen, gegen das, was wir heute haben. Vielleicht können Sie uns das noch mal kurz schildern, was für eine Utopie Sie sich da ausgemalt haben. Wenn wir uns vorstellen, wie es den Menschen gut gehen könnte und wir an existierenden Beispielen uns aufhängen, dann landen wir vielleicht in den skandinavischen Ländern. Dort ist die soziale Gleichheit relativ hoch, dort sind die Einkommensmöglichkeiten hoch, es gibt keine sozialen oder wenig soziale Krisenfälle und so weiter. So, da sagen wir, das wäre das Optimum, was wir kennen. Dann wissen wir, dass in diesen Ländern mit einem hohen Wohlstand, mit einem hohen Bildungsgrad und mit einer hohen Gleichstellung von Frauen und Männern die Kinderzahlen bei etwa 1,8 liegen. 1,8 ist weniger, als man für den Erhalt einer Gesellschaft braucht. Das heißt, diese Gesellschaften gehen nach unten. Das heißt nicht, dass sie aussterben, aber sie werden kleiner. Wenn wir jetzt in der Entwicklung immer mehr Länder transformieren können, durch Wohlstand, durch Bildung vor allem, in eine Position, wie es die Skandinavier uns vormachen, dann hätten wir irgendwie langfristig eine Kinderzahl durchschnittlich von 1,8. Wir haben viele Länder, die sind drunter, die Deutschen sind drunter, die Chinesen sind drunter, Japan liegt drunter, die müssten sogar noch hoch im Schnitt. Dann wären wir im Jahr 2300 noch bei einer Weltbevölkerung von 2,5 Milliarden. Das geht dann nämlich relativ schnell nach unten und diese 2,5 Milliarden wären im Schnitt älter, schon dadurch friedlicher, sie wären besser qualifiziert, sie wären in der Lage, sich mit den anthropogenen Veränderungen, die wir heute anstellen, Klimawandel, Ressourcenschwund und so weiter, Meeresspiegelanstieg, natürlich viel besser umzugehen als eine Gesellschaft mit 7 oder 10 Milliarden Menschen. Das heißt, durch die Entwicklung hin zu einem besseren Leben werden wir automatisch geschoben in diese Welt, die Richtung Nachhaltigkeit sich von alleine entwickelt. Wenn wir das akzeptieren und diesen Prozess positiv begleiten, anstatt ihn versuchen aufzuhalten, was wir im Moment tun, indem wir Wachstum erzwingen, was wir gar nicht mehr finanzieren können, wären wir durch Zufall auf dem richtigen Weg. Und das wäre mit einer Perspektive 300 Jahre, jetzt werden Sie sagen, ja 300 Jahre, das ist ja alles Utopie. Wissen Sie, wann der Kölner Dom gebaut wurde? Im Vergleich dazu sind 300 Jahre nichts. 300 Jahre ist ein Wimpernschlag in der menschlichen Geschichte. Das werden wir zwar alle nicht mehr erleben, aber das wäre rein theoretisch, wenn wir den Lauf der Dinge geschehen lassen, der unfreiwillige Weg ins Paradies der Nachhaltigkeit. Aber dieses Unfreiwillige müssen wir erst nochmal begleiten lernen. Aber Sie sagen auch gleichzeitig, bevor es so gut werden kann wie in dieser Utopie, muss es erstmal noch schlimmer werden. Natürlich muss es schlimmer werden. Erstens, weil wir noch eine wachsende Weltbevölkerung haben und weil wir den armen Teil der Welt, das sind sagen wir mal 40-50% der Weltbevölkerung, erst noch auf einen Entwicklungsstand hieven können, wo der Wohlstand und die Bildung sie dazu bringt, kleinere Familien für sich zu planen. Das heißt, das Bevölkerungswachstum, was den Ländern, den betroffenen Ländern die Luft zum Atmen raubt und die Luft zur wirtschaftlichen Entwicklung raubt, in eine Position zu versetzen, wo dort aufgrund einer Wohlstandsverbesserung das Bevölkerungswachstum ein Ende findet. Und dafür brauchen sie Entwicklung und das geht nicht ohne Rohstoffe. Und deswegen müssen wir akzeptieren, dass über die nächsten Jahrzehnte sich die ökologische Lage des Planeten verschlechtert, weil sie sich danach erst verbessern kann. Wir sind so weit gediehen mit der Entwicklung der Welt, dass wir das gar nicht verhindern können. Alles, was wir tun würden, um das zu verhindern, würde die Katastrophe noch vergrößern. Denn wenn sich diese Länder nicht entwickeln, dann kriegen sie richtige Probleme. Das, was ich vorher sagte. Genau das, was ich individuell am Anfang beobachtete, in meinem kleinen Entwicklungsprojekt, ist dann eben global auch, dieser Entwicklungszyklus muss sich runden, um eine Verbesserung zu erreichen. Ich wäre sehr interessiert, was Herr Selig darüber sagte. Entschuldigen Sie, ich bitte, bitte. Sie meinen zu dieser Utopie, ja, zu dieser Vorstellung.
Utopie heißt Utopos, kein Ort, griechisch. Utopos, kein Ort. Brauchen wir nicht drüber reden, ob die wirklich wird, weil die Kernidee der Utopie ist, dass sie keinen Ort hat, sondern eine Utopos ist, Thomas Morus. So, das ist die Utopie. Insofern tue ich mich etwas schwer damit, der Utopie mehr zumuten zu wollen, als sie ist. Und sie ist eine Projektion, eine gedankliche Projektion ohne Ort, Utopos. Und das, denke ich, ist hilfreich, weil diese Projektion, diese Auswerfungen in eine Zukunft, eine andere Welt, eine Alternative nötig sind, um die Schritte zu planen, dorthin zu gehen. Das ist so, wie ich das mit der Utopie sehe. Und deswegen Utopos, kein Ort. Kein Ort ist ja auch ein Ort, der nicht bei uns ist, wo wir sind, also jenseits. Und damit sind wir vielleicht wieder bei dem vorherigen Thema, bei der Religion, die ich auch als Utopie verstehen will, sofern, das ist jetzt eine wichtige Einschränkung, sofern sie mit einem Jenseitsbegriff, einer Jenseitsvorstellung arbeitet, was aber doch relativ gebräuchlich ist. Nicht für alle, aber doch eigentlich recht viele, die Großen irgendwo auch schon. Das heißt, dieser Nicht-Ort, diese Utopie, ist eigentlich eine ganz wichtige Vorstellung, um sich auszurichten. Wohin? Das ist Religion, das ist Thomas Morus, seine Idee von der Insel Utopia. Und das sind, glaube ich, und vielleicht letzter Punkt dazu, deswegen bin ich sehr zuversichtlich, dass eigentlich Religion reüssieren wird. Denn wenn es so kommen soll, bei Design oder bei Disaster, wie auch immer, dass da eine größere Erschütterung oder Rüttelung oder etwas stattfindet, ist es doch wichtig, einen Weg heraus in einen Nicht-Ort zu haben, der aber den Weg in einen echten Ort in der Zukunft bilden kann. Oder anders gesagt, wenn Religion eine Aktiengesellschaft wäre, würde ich jetzt kaufen. Ist momentan völlig unterbewertet. Es liegt sozusagen im Vergleich zu, wenn das Wirtschaftssystem eine Aktiengesellschaft wäre, würde ich vielleicht noch ein paar Monate kaufen oder nicht mehr kaufen. Vielleicht short gehen, wer weiß. Aber Religion würde ich jetzt kaufen, weil es unterbewertet ist. Und hier ist die Pointe. Aber Religion ist keine Aktiengesellschaft und das ist der Punkt. Deshalb man sie jetzt kaufen sollte, aber man kann es nicht kaufen, weil sie genau die Alternative anbietet als Projektion in die Zukunft. Und so, denke ich, kann man die Themen synthetisch zusammenfließen lassen, mit dem Kraftvollen der Utopie, aber nicht mit dem Missverständnis, das Wirklichkeit werden lassen zu müssen. Die Kaufempfehlung haben Sie sicher gerne gehört und ich würde Sie aber gerne auch noch fragen, weil hier schon der Begriff des Paradieses in Beschlag genommen wurde, also ein theologischer. Ja, wir werden immer ätherischer. Das ist, jetzt würden Sie kaufen, ja, ich schmeiße da aber nichts auf den Markt. Genau, das ist der Punkt. Nee, das sind nämlich die Sachen, die nicht käuflich sind. Das ist so ähnlich, als wenn Sie sagen würden, ich bin seit einigen Jahren so einsam und ich sehe so viele einsam, ich würde jetzt gerne in Liebe investieren. Dann könnten Sie da was kaufen, aber es wäre keine Liebe. Utopie, da bin ich ganz anderer Meinung. Utopie, natürlich. Utopos, vollständig richtig, aber der Witz der Utopie ist ja, dass sie entworfen wird als Korrektur der Gegenwart. Und wir leben ja nicht nur in unserer Vergangenheit und in unserer Gegenwart, sondern wir leben genauso schon in den Prolepsen, in den Vorwegnahmen unserer Zukunft. Und wer die Zukunft als Katastrophe, als nahe Apokalypse sich vorstellt, lebt jetzt im Hier und Jetzt anders als der, der vom Paradies träumt. Das heißt, das, was noch nicht ist, bestimmt genauso das, was ist, wie das, was war und ist, als Erwartungshorizont. Und ich würde da gerne ein Bild von, der tauchte heute Morgen auch schon mal auf, vom guten alten Berber Augustinus nehmen. Wenn so zwei Bilder auftauchen, wird langfristig alles immer besser? Immer mehr, immer besser? Immer grüner, immer friedlicher oder fahren wir gegen die Wand? Da sagt dieser Theologe des 4. und 5. Jahrhunderts, es wird alles immer schlechter, notwendigerweise, weil Erde altert, wie wir auch physisch altern und dritter Satz Thermodynamik und so weiter und so fort. Und da gibt es keinen dran vorbei. Aber er sagt, es gibt eine Gegenbewegung, die ist aber nicht notwendig, sondern die ist möglich. Und es gibt einen Punkt, wo sich
das Böse, das Schlechte, die Katastrophe in einem Ausmaß steigert, wie gleichzeitig das sich Bewährende. Und wenn Sie so wollen, ist das dann der Punkt vor 65 Jahren, als der Meteorit anschlug und die Dinosaurier, die Gott ja sehr geliebt haben muss, nach 120 Jahren Leben auf dieser Erde, vernichtete. Dass dieses, ich denke, der doppelte Blick auf Zukunft, ich glaube, es gibt massiven Grund zur Sorge. Und ich glaube aber auch, und das ist ein Glaubenssatz tatsächlich im vollen Sinne, es gibt soliden Grund zur Hoffnung. Aber beides gleichzeitig, nicht halbe oder so. So viel. So viel, ja, und so viel auch zu dieser Runde hier zur Frage, warum Wachstumskritik mit Thomas Baltrock aus Lübeck, Martin Kämpchen, Autor unter anderem eines Buches über sein Leben in Indien, Peter Seele, den ich hier als Ökonom verhaftet habe, ich bitte nochmal um Nachsicht, und Herr Klingholz aus Berlin. Danke für Ihre Geduld und bis später am Tag.